viele, viele, viele Menschen, verstehe ich auch, die älter sind als Jugendlichen, ja, und die vielleicht nicht medienaffin sind wie wir, die kennen das nicht, die wissen nicht, was da passiert. Das heißt, für die ist das eine unangenehme Situation. Ja, und diese Angst davor, was machen die Kinder, ich weiß nicht, was die machen, führt sie dazu, so eine Ablehnungshaltung zu bringen. Wenn ihr eure Kinder ernst nehmt, wenn ihr fragt, was interessiert euch oder was magst du nicht oder was findest du daran toll, dann kriegst du meistens eine Antwort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleibt neugierig. Heute möchte ich euch gerne mal einen Lehrer vorstellen, den ich früher selbst gerne in der Schule gehabt hätte, Dr. Jan G. Grünwald. In unserem Interview werden wir gleich über Mediensucht sprechen und warum er als Lehrer einen eigenen Lehrer-Instagram-Account hat. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass Jan früher Rockstar war. Und da kommen wir schon zur allerersten Frage. Vom Lehrer zum Rockstar. Wieso, Jan? Das ist eine gute Einstiegsfrage. Naja, Rockstar, das müsste man erst mal definieren und man müsste auch gucken, wo komme ich eigentlich her. Also das, wenn ich mit Leuten rede und man redet darüber, was man mal hätte werden wollen, müsste ich anfangen, dass ich Dinosaurierforscher werden wollte als Kind. Und dann wollte ich Profiskater werden und ich bin immer Skatepark gefahren ganz viel und hatte aber dann auch schon Sponsor und was weiß ich. Und dann habe ich mir aber zu oft die Füße gebrochen und die Arme und die Hände und musste dann aufhören. Ja. Und während dieser Zeit, als ich gemerkt habe, es gibt so eine Verschiebung, habe ich gesagt, was will ich denn noch werden? Und dann war das Interessante, der Punkt ist nämlich genau, ich wollte ja gar nicht Musiker sein. Ich wollte wirklich so, nicht Rockstar im Sinne von Geld verdienen, aber auf der Bühne stehen, irgendwas machen so. Weil Skaten war auch sowas Expressives und ich wollte es gerne weitermachen. Was ist das Instrument, was am leichtesten zu lernen ist? Und ich dachte, es muss Bass sein. Er hat nur 4 Saiten und du musst nicht so viel können. Und dann habe ich Bass angefangen zu üben, so mit Lehrer und so ein halbes Jahr, ja. Bis ich gedacht habe, ey, ich weiß so ungefähr, wie man das macht. Und dann habe ich meine Band gegründet. Das war schon toll, ja. Und dann hat sich unsere eine Band aufgelöst quasi, aber 3 von uns haben weitergemacht. Und wir haben Daniel kennengelernt, unseren anderen Sänger, der dann Sänger geworden ist, der auch zufällig eher Sänger geworden ist. Und waren dann auf Tour, auch mit einer amerikanischen Band, wir waren immer Vorgruppe. Ja, und haben relativ lange das Tourleben genossen. Dann haben wir, die eine Band hat uns, weil die uns so gut fanden, hat uns ihrem Label vorgestellt. Und dann haben wir den ersten Release auf dem amerikanischen Label, also nur für den amerikanischen Markt gehabt. Und auch so schön so eine 10-Inch in grünem Vinyl und so, es war echt fancy. Und dann haben wir die US-Tour gefahren, haben nur draufgelegt. Die Hälfte der Konzerte sind ausgefallen und was weiß ich. Aber das war ein ganz großes Erlebnis. So, und dann hatten wir ein Major-Label, was auf uns aufmerksam geworden ist. Und das war der Moment, wo du auch so denkst, okay, du könntest eventuell damit sogar Geld verdienen. Hatten dann auch einen Verlag, also wir kannten dieses ganze Business nicht, aber wir hatten einen Deal mit East West, wir haben ein Musikvideo gedreht und wir hatten den Verlag, der auch gesagt hat, irgendwie so und so viel Geld. Und wir hatten, das wäre gutes Geld gewesen. Der Musikvideo war auch ganz cool, das war aber prädigital, das heißt, wir haben das gar nicht mehr. Wir hatten 2 VHS-Tapes bekommen, die haben wir beide irgendwelchen Leuten geliehen, also haben wir alle irgendwelchen Leuten geliehen und dann waren die weg. Ja. Und dann haben wir bei der East West, haben wir halt dann die EP aufgenommen, in dem Studio, wo auch die Hosen irgendwie aufnehmen und wo Grünemeyer teilweise irgendwie aufgenommen hat. Das war also wirklich großes, großes Ding. Und wir kamen uns schon so ein bisschen auch, man hat sich gut gefühlt so dabei. Und dann war das super und dann waren wir ein bisschen auf Tour, hatten bei Rockpalast so ein kleines Show-Ding, das auch im Fernsehen gelaufen ist und das fanden wir alles super. Und dann haben wir neues Material geschrieben. So. Und das war dann für die LP. Also die EP wurde bezahlt und wir hatten dann mit dem Bus unterwegs gewesen. Das war das erste Rockstar-Leben, das wir kurz erleben durften. Und dann haben wir neue Songs geschrieben, die unserer Meinung nach viel, viel besser waren. Und auch viel ausgefeilter und nicht mehr so popmäßig, sondern ein bisschen abstrakter und so. Dann hatten wir die unserem Label vorgespielt und die meinten so, ja, aber es ist kein Lucky Day dabei. Lucky Day war so unser Hit, so ein bisschen, den wir hatten. Und gesagt, nee, es ist kein Lucky Day. Und das hat irgendwie, stimmt das irgendwie komisch und so. Und dann gab es in dem Label Verwerfung, wer uns jetzt managt und wer nicht. Und dann haben wir auf einmal wochenlang nichts mehr von dem Label gehört und irgendwann haben wir dann mitbekommen, okay, wir sind gedroppt worden. Also bevor wir überhaupt drauf waren, weißt du, hatten wir einen Release und waren dann sofort gedroppt. Und dann da war die Überlegung, als dieser Rockstar-Traum dann eigentlich ausgeträumt war, nach, sage ich mal, 7, 8 Jahren einfach des Arbeitens daran, sowas macht man. Wollen wir weiter Musik machen? Aber in dieser Zeit war es schon so, dass ich dann gemerkt habe, ey, ich kann davon nicht leben. Ich glaube, ich sollte doch mal weiter studieren. Dann habe ich während der Zeit angefangen zu studieren und habe dann
mein Abschluss gemacht und habe dann meine Leidenschaft für die Wissenschaft entdeckt und habe dann promoviert noch. Also wir haben gleichzeitig eine Band gehabt, aber ich habe einen Doktor gemacht und hatte sozusagen den einen kreativen Fuß drin, was zu machen, was mich befriedigt auf der einen Seite und den anderen, wo du ein bisschen Geld verdienst. Wobei du als Wissenschaftler auch kein Geld verdienst, aber du hast wenigstens ein bisschen Einkommen gehabt und dann hatte ich die Promotion und dann kamen die Zufälle sozusagen eher in dem Jobbereich, dass ich dann eine Professur für 2 Jahre in Gießen vertreten konnte. Und das heißt, ich habe mich eigentlich voll auf die Wissenschaft eingelassen und die Band als solche ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Und dann habe ich, während ich die Professur noch hatte, nebenbei studiert und habe dann mein Staatsexamen gemacht. Also ich war Magister und dann habe ich noch ein zweites Studium dran gemacht, um dann Lehrer werden zu können. Ja? Weil ich Kunstdidaktiker bin, also Kunstvermittler. Und okay, dann werde ich halt Kunstlehrer. Ich glaube, nee, 38, 39 bin ich dann ins Referendariat, damit 39. Und wenn du jemand bist, der einfach schon sein Leben lang, wir wissen ja, wovon wir reden, irgendwie Sachen macht oder auch lehrt und du gehst dann wieder in die Ausbildung und dir erklärt jemand, wie du zu lehren hast, das war für mich ein harter Kampf. Also nicht aus Arroganz, sondern einfach nur, dass ich gemerkt habe, ich hab einen ganz anderen Ansatz an das, was Bildung heißt. In der Schule erwarten die, dass du sagst, das und das kommt am Ende bei raus. Und dann überlegst du erst, wie komme ich dahin? Und ich habe immer gedacht, so, ey, wenn was Tolles ist, wenn es was Gutes gibt, das mag ein Kunstwerk sein, das mag Skateboardfahren sein, das mag auch Musik sein, das mag, irgendwelche Pulse haben, das mag ein guter Text sein, ein gutes Buch. Wenn ich das den hinschmeiße und den irgendwie halbwegs vermitteln kann, warum das toll ist, dann könnten die eventuell selber erfahren, was das ist auf dem eigenen Weg. Wie war das denn, wenn du in die Schule kamst, als Dr. Jan Grünwald und du ja komplett tätowiert bist? Kannst du die Jacke mal ausziehen, mal zeigen, deine Tattoos? Soll ich Tattoos zeigen? Okay. Ja. So, relativ zu tätowiert. So. Das Interessante war ja, dass, also im Referendariat war das noch so, dass erstens die meisten Studierenden, die auch Lehramt Referendariat gemacht haben, die kannten mich, weil die früher bei mir an der Uni waren und von mir sozusagen irgendwie Seminare besucht haben. Und dadurch war das im Referendariat war es immer so, du wurdest schon oftmals aufs Aussehen reduziert und dann wurde aber immer gesagt, naja, aber Künstler, die dürfen ja ein bisschen rausfallen. So. Und dann hatte ich wirklich, als ich mein erstes Vorstellungsgespräch hatte, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie komme ich darüber. Und ich glaube aber, dass dieses mit dem Doktortitel und der Professur, das war das eine, was die alle so ein bisschen beruhigt hat. Mit dem Künstlerischen dann vielleicht noch gedacht, okay, da kann man so ein bisschen Auge zudrücken. Und ich bin immer ganz gut unterm Radar gefahren. So, ja, also es war nicht, mich hat selten jemand, du wirst dann vielleicht mal als anders tituliert, wobei ich das halt auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, die anderen sind meistens anders. Ja, also ich bin nicht der anders ist. Aber ich glaube, das ist eine Mischung daraus, dass ich vorher halt mir so eine Expertise irgendwie angearbeitet habe und so ein Standing hatte wissenschaftlich, dass mich darüber keiner konnte. Also keiner konnte dich nur aufs Aussehen reduzieren, dass du aussiehst, ey, wie was, ich bin Assi oder wie ein Knasti. Weil du hast den Doktortitel und du bist halt irgendwie dies und das. Und dann kam ich da ganz gut rein. Die Bedeutung von Tattoos, also ich habe mit 14 habe ich mein erstes Tattoo gemacht. Und die Bedeutung war, ich wollte ein Tattoo. Das war damals relativ ungewöhnlich, ich fand diese Markierung des Körpers, fand ich für mich was Tolles. Mittlerweile, wenn ich an Badesee gehe, denke ich so, ey, man ist viel krasser ohne Tattoos. So. Für mich war das aber, hat das, die Tätowierung an sich eine Bedeutung. Die einzelnen Tattoos, die kann man natürlich bedeutungsschwanger aufladen, das mache ich aber ungern. Ich finde es immer unangenehm, wenn Leute sagen, okay, dieses Mandala, was jeder auch hat, hat für mich die Bedeutung so und so. Das heißt, für mich haben die Tattoos Bedeutung und ich erkläre auch gerne einzelne Tattoos, die ich will, aber das ändert sich auch mit den Jahren. Ich bin jetzt seit 30 Jahren tätowiert. Also ich war schon als 12-Jähriger, fand ich sowas wie Subkultur oder haben mich Sachen angezogen, die versucht haben, so ein bisschen die Norm anzukratzen. Tattoos kratzen die Norm natürlich nicht mehr an, seitdem jeder Fußballer irgendwie seine Arme zutätowiert hat. Aber das war für mich was ich interessant fand. So, wo sind die Momente, in denen man selber damit umgeht, was ist der normale Umgang, also wie geht man mit was um, wie machen das alle und vielleicht einen kritischen Blick darauf zu werfen. Das ist, glaube ich, der Punkt. So. Mein Lieblingszitat, ein Schüler von mir, wir haben im Unterricht über Stereotype Männer- und Frauenbilder gemacht, also ich mache so viel Gender Studies und da haben wir überlegt, was Stereotype Männer sind und dann gab es so einer, Banker, klar, Frankfurt, einer hat gesagt, Zuhälter.
Und da habe ich dann gesagt, da habe ich gefragt, so, wie sieht denn Zuhälter aus? Und dann meinte er, so wie Sie, Herr Dr. Grünwald, nur breiter. Ja? Und das fand ich total süß, weil das war nicht respektlos. Das war einfach so, das Aussehen lässt nicht zwingend darauf zurückschließen, was man intellektuell drauf hat. Womit ich mehr Probleme hatte, glaube ich, war, dass ich einen anderen Ansatz hatte zu lehren. Als ich in der Schule angefangen habe und mir halt in der Schule Medienbildung, Medienarbeit viel zu kurz kommt und ich die relativ schnell losgeschickt habe mit Handys. Wir haben an so einem Wettbewerb mitgemacht vom Hessischen Rundfunk zu einem bestimmten Thema, ging es glaube ich um Mobbing und um Gewalt. Und da habe ich gesagt, hier nehmt eure Handys, so bring your own device und geht raus und überlegt euch eine Story. Ja, nicht mal groß skripten, sondern einfach überlegt euch eine Story, stellt die mal nach, dass ihr lernt mit dem Gerät, was ihr habt, mit dem ihr eher irgendwie zockt oder irgendwie eure Instagram-Seiten pflegt, dass man was anderes damit machen kann. Und dann wurde ich relativ schnell wurde mir vom Rektor und so wurde gefragt, ja, was machen die Kinder, die sind zu laut, die haben Handys, wir haben Handyverbot an der Schule. Und er hat gesagt, nee, wir machen da ein Projekt. Ja. Und das musste ich schon rechtfertigen, weil das vorher einfach noch keiner gemacht hat. Und dann haben aber 4 Schülerinnen bei mir diesen ersten Platz gewonnen, hessenweit im Hessischen Rundfunk. Und dann war gut. Und jetzt kriege ich immer noch, wenn neue Wettbewerbe sind, kriege ich die immer im Fach. Ja, das war der Witz. Das ist ja genau der Punkt. Deine Art zu unterrichten ist ja besonders, aber nicht nur das, sondern außerhalb der Schule. Das Spannende ist ja, du hast einen Instagram-Account extra für deine Schüler angelegt. Wie heißt der Account? Dr. J. Green, also Dr.-J. Green. Und was hast du dir dabei gedacht, einen eigenen Kanal für deine Schüler aufzubauen? Das ist auch Zufall. Also ich habe das Gefühl, mein Leben kann man so als nach vorne fallen. Ja, also alles passiert irgendwie. Und das mit dem Instagram-Account war so, dass ich ein privates Instagram-Account habe. Privat, nur Freunde, Bekannte. Und dass ich gemerkt habe, als ich dann Lehrer da war an der Schule, dass unheimlich viele Anfragen kamen für mich auf Instagram, die zu befreunden. Und so viel, dass ich dann am Ende, wenn ich eine neue Klasse hatte, oder am Anfang des Schuljahres, wenn ich eine neue Klasse hatte, als erstes gesagt habe, versucht mir nicht auf Instagram zu folgen. Also es ging gar nicht so, wir machen dieses Schuljahr, lernen wir das und das, sondern so, ey, fragt nicht auf Instagram an, weil ich trenne Privates und Berufliches und ich bin euch zugewandt, aber ich bin nicht euer Freund, so lasst es. Und dann kam eine Klasse, 9. Klasse, die gesagt hat, hey Grünwald, dann machen Sie doch einen Account über sich als Lehrer. Weil, das fand ich auch ganz schön, weil ich scheinbar so viel Projektionsfläche biete, dass ganz viele Fragen kommen. Also nach der Unterricht stehen ganz viele Schüler bei mir, fragen mich über dies und Schülerinnen über dies und das. Ich gesagt, dann können Sie so Fragen einfach auch beantworten oder auch mal ein bisschen zeigen, was Sie machen aus dem Unterricht und so. Und das ist eine gute Idee. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin in Instagram zwar visiert, aber nicht mit eurer Ästhetik. So, also meine Ästhetik ist eine andere. Viel, viel mehr Ironie, viel mehr filterlos, hingerotzt und so. Und dann habe ich die gefragt, meine Oberstufenklasse gefragt, ey, ich brauche so ein Mediateam. Einfach nur, lass uns da im Unterricht mal sitzen. Sag mir, wie wir das aufziehen sollten. Was wäre ein cooles, wie könnte das sein? So kamen wir auf den Namen. Also ich habe gleich gut Dr. Grünwald. Und dann, manche haben mich Dr. Green genannt. Manche Dr. J, manche Dr. G. Und dann haben sie gesagt, okay, machen Sie Dr. J. Green. Dann haben wir das schon mal als Aufhänger gemacht mit dem Namen. Und dann habe ich gefragt, okay, was sind denn die Instagram-Accounts? Was ist das, was wichtig ist? Ja, erstmal viel in den Stories. Filter. Was aus dem Privaten? Umfragen, dies und das. Und dann bevor ich angefangen habe, dieses Konzept gemacht. Ich habe mir auch überlegt für mich selber, wie schütze ich mich vor zu viel, vor irgendeiner Form von Hate? Aber auch von zu viel Fame, von zu viel Zuspruch, weil du willst nicht, dass dir die ganze Zeit gesagt wird, ey, das ist voll super, bester Lehrer. Also erstmal will ich es nicht unbedingt hören, weil es auch nicht stimmt, ich bin nicht der beste Lehrer, aber auch, dass andere Lehrer sich da irgendwie nicht irgendwie weiß was Schienbein getreten fühlen. Und dann habe ich einfach gesagt, ich lasse Comments weg. Also ich habe die Comments immer ausgeschaltet. Das war dann meine Entscheidung, keine Comments zu lassen. Immer noch ausgeschaltet? Ja, ich habe noch nie, bei keinem der Posts gibt es die Möglichkeit zu kommentieren. Du kannst, in den Stories kannst du antworten oder kannst da was fragen. Auf meinem Account steht auch, das ist mein Lehrer-Account oder das Lehrer-Account von Dr. Jan Grünwald. Ich beantworte keine Schüler-E-Mails. Natürlich kommen Schüler-E-Mails und Fragen und die beantworte ich auch. Aber grundsätzlich geht es schon um eine Distanznahme. Die können teilnehmen und teilhaben, weil ich mache regelmäßig Umfragen. So, was wollt ihr wissen? Worum geht's? Was wollt ihr mehr sehen? Was sind das für Fragen, die Schüler stellen? Also es gibt, was haben meine Kinder auch oder meine Jugendlichen auch mitentwickelt, die haben gesagt, es müsste so einen Tag geben, an dem so Fragen beantwortet werden. Oder an dem sie einen Fakt
präsentieren. Und die meinen, es gibt halt diesen Fun Fact Friday. Nennen sie doch das Ding Green Fact Friday. So, das Ding ist online gegangen. Erste Woche gleich ein Green Fact Friday gestartet. Das heißt, in Verbindung mit einer Umfrage, die ich in den Stories frage, so, ey, was wollt ihr wissen? Green Fact Friday, was interessiert euch? Da kommt sehr viel Persönliches. Ja? Mhm. Aber es kommt auch ganz viel so über, wie stellen Sie Schule vor? Oder wie machen Sie das? Wie würden Sie das sehen? Und da ich auch alt genug bin, um zu vielen Sachen eine Position zu haben und das auch gern zu diskutieren, also ich sage ja nicht, das ist richtig und falsch, sondern ich habe zu Sachen Ideen und Positionen und habe auch lang genug in verschiedenen Bereichen gearbeitet, um mir zu denken, so, ey, das ist meine Meinung. So. Siehst du dich als Vorbild oder versuchst du kein Vorbild zu sein? Das ist ein guter Punkt. Ich bin insofern Vorbild, als dass ich inhaltlich, dass es positiv bleibt, ja? Ja, dass es niemanden in irgendeiner Weise angreift oder degradiert, außer Faschisten vielleicht. Also da gibt schon politische Statements, wo du sagst, wenn das und das passiert und ich finde was schwierig, dann würde ich das auch verbalisieren. Grundsätzlich versuche ich das positiv zu halten. Ich würde mich jetzt auch nicht posten irgendwie mit Bier und Kippe im Mund. Ja, das heißt, da gibt es natürlich schon eine Art von Vorbildfunktion. Gleichzeitig glaube ich, dass aufgrund dessen, dass ich nicht so viel darüber nachdenke, so, dass ich einfach das versuche, so zu sein, wie ich bin. Und das wissen die Kinder ja auch. Deswegen komme ich ja auch mit denen klar, weil ich trotzdem ein offener Mensch bin. Ich verheimliche nichts, ich bin relativ direkt und ich zensiere mich nicht. Also ich poste nichts, was irgendwie für Kinder schwer zu verkraften sein würde. Wenn ich mal schreibe, dass Der Weiße Hai der beste Film aller Zeiten ist, schreibe ich aber dazu, ey, ab so und so vielen Jahren. Okay. Ja, sowas schon. Und da kommt natürlich auch, und der Punkt ist der, was ganz toll ist, weil ich kann die Schülerinnen und Schüler ja auch fragen. Da mache ich Umfragen. Und ich habe gerade vom Anfang gefragt, ey, wenn es Schule nicht gäbe, Schule als Konzept, und ihr würdet irgendwie euch überlegen dürfen, wie Wissen vermittelt wird, Bildung vermittelt wird, wie würdet ihr euch das vorstellen? Also von Grund auf. Außerhalb dieser Strukturen, ja, Schule ist ja immer noch eine Fabrik, ja, da kamen so viele tolle, also es war auch mit der aktuellen Pädagogik so einhergehend, tolle Punkte, was eine viel bessere Schule wäre letztendlich, als die Schule, in der wir leben, so. Und das habe ich dann auch zusammengefasst im Endeffekt für die, ich habe jetzt nicht alles gerepostet, sondern einfach zusammengefasst, was die Punkte waren und konnte dann nur sagen, ey, ich bin baff, so, das ist total toll. Das heißt, es ist schon ein Austausch. Und ich nutze trotzdem die Chance, auch Green Fact Friday, dass ich mal gesagt habe, okay, jetzt für Referendare, weil mittlerweile folgen mir viele, deutschlandweit viele Lehrer und es folgen mir viele Referendare und Referendarinnen, dass du schreiben kannst, okay, das Referendariat hat mich ziemlich viel Kraft gekostet und die Bücher haben mir geholfen, den Blick offen zu halten. Weil Schule ist dieser Raum, ein sehr, sehr, sehr enger Raum. Und wie kann ich sozusagen, ich kann nur darüber hinausgehen, indem ich eine Vision habe von dem, was Pädagogik bedeutet oder was Menschen auch bedeuten. Ja? Wenn ich sage, ich will nur als Mathelehrer das und das vermitteln oder als Englischlehrer müssen sie genau das lernen oder als Kunstlehrer ist das Wichtigste, dass sie Porträt zeichnen können oder wissen, was Expressionismus ist, dann wirst du irgendwann kaputt gehen, weil es geht um die Kinder und es geht um die Fächer. So. Und wenn du wenn du erstmal die Kinder ernst nimmst, und guckst, wie kannst du die dafür begeistern oder wie kriegst du die? Oder auch zu akzeptieren, dass sie keinen Bock drauf haben. Dann kommst du da irgendwie näher ran. Und das ist ein Versuch. Und bei Referendarinnen und Referendaren, weil das Referendariat so sehr einordnend ist, so musst du das machen, so hat Unterricht auszusehen, habe ich gesagt, okay, die Bücher, die haben mir was gebracht, weil die nicht fachbezogen sind, sondern da geht es auch nur darum, so, ey, wie kann ich mehr machen, mehr sein? Ja? Und gleichzeitig auf Augenhöhe. Du hast gerade gesagt, das finde ich sehr spannend, dass dir jetzt auch Lehrer deutschlandweit folgen. Du bist ja, wie ich ja gesagt habe, vom Rockstar zum Lehrer. Du bist ja eigentlich wie der Rockstar, nur in der Lehrerszene. Also meinst du, du bist auch für junge Referendare ein Vorbild? Also sagen, wie man Unterricht moderner gestalten kann? Ich versuche nicht Vorbild zu sein. Ich versuche auch nicht, dass mit Instagram das irgendwie als Vehikel für Fame zu benutzen. Natürlich spielt es meinem eigenen Narzissmus und so einem Selbstdarstellungstrieb spielt es natürlich zu. Das kann man überhaupt nicht verneinen oder ich aus meiner Position nicht. Aber ich kann nur sagen vom Feedback, das ich bekomme, dass viele, viele Referendarinnen und Referendare schreiben und sagen, ey, das ist tut ihnen gut, dass die Möglichkeit ist, es irgendwie anders zu machen. Und bei mir ist ja der Punkt, auf der einen Seite, ich lehne Schule ja nicht ab. Ich meine, ich arbeite da, das ist vollkommen okay.
Und ich sage auch nicht so, der Lehrplan ist total scheiße. Aber ich merke, dass vieles von dem, was ich mache und interessant finde, nicht im Lehrplan steht. Und der Versuch, einfach auch Lehrpläne zu hacken, zu sagen, ich mache das eine, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich ein bisschen Leerlauf, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Jetzt lernen die, jetzt sollen die irgendwie sich überlegen, wie kann ich Bildbearbeitung machen, wie kann ich mich in den überlegen, so wer möchte ich sein, wenn ich mich irgendwo hin transferieren könnte, Fantasiewelt, und ich könnte mich da rein, in verschiedene Rollen da reinsetzen. So, wie könnte ich das machen? Und früher, vor ein paar Jahren, habe ich den noch, also als ich im Referendariat war, ich bin noch nicht lang Lehrer, ich bin 3 Jahre Lehrer und habe vorher Referendariat gemacht, habe ich denen gesagt, ey, mach das so und so und so. Und irgendwann kamen die Schülerinnen und Schüler, ja, aber das mit GIMP oder was weiß ich, was man in der Schule hat als Freeware, das funktioniert gar nicht. Gucken Sie mal hier, auf meinem Handy habe ich die und die App. Und dann habe ich die dann ihre Vorträge halten lassen dazu, wie man die App benutzt. Und jetzt ist es so, dass wenn ich das Unterrichtskonzept mache, dass ich sage so, ey, Aufgabe ist, Fantasieraum, wo ihr wollt, wer ihr wollt, wer ihr sein wollt, guckt mal, wie ihr es macht. Ich lerne ganz viel von denen und die haben auch ganz viel, also technisch bezogen, viel mehr Knowledge, mit dem Smartphone umzugehen. Wie gehst du denn mit Schülern um in deiner Schule, die Probleme haben? Also, das ist ja jetzt auch genau der Punkt, weil du hast ja dann auch die Möglichkeit, über Instagram dir wahrscheinlich dann auch ganz privat dann Probleme mitteilen zu können. Meinst du, das ist einfacher, dass dir Schüler durch Instagram sagen können, ich habe das und das Problem, als dich direkt live anzusprechen, dass das Hemmungen auch nimmt? Also ich versuche sozusagen diese persönliche Ebene auf Instagram halbwegs nicht auszublenden, aber zu minimieren. Also ich bin an meiner Schule, ich bin auch Vertrauenslehrer. Ja, also seitdem ich an der Schule bin, wurde ich Vertrauenslehrer gewählt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber seitdem bin ich Vertrauenslehrer. Das heißt, mit den Schülerinnen und Schülern habe ich Kontakt an meiner Schule. Es kommen manchmal Fragen von anderen Schülern und Schülerinnen. Ich will keine Bindung aufbauen mit Schülern und Schülerinnen, sondern ich will da sein und die kriegen auch einen Rat von mir. Aber wenn sowas ist wie wirkliche persönliche Probleme, die können die mit mir als Vertrauenslehrer besprechen, da ist aber Instagram die falsche Plattform. Ich glaube aber, was die mitnehmen können darüber, ist, dass erstmal alle Lehrer komplett unterschiedlich sind, dass es Platz gibt für Lehrer, wie für mich, aber auch viele andere, es gibt massig ganz tolle Lehrer. Und dass, wenn ich über jemanden frustriert bin, vielleicht über einen anderen Lehrer, dass ich trotzdem noch diesen einen Lehrer habe, mit dem ich irgendwie vielleicht eine Ebene finde, was vielleicht auch für den Lehrerstand einfach ganz gut ist, dass ich sozusagen diese Unterschiedlichkeit repräsentieren kann. Anders bei Lehrern und Lehrerinnen, die schreiben zum Beispiel, dass sie teilweise auch Instagram-Accounts haben, die aber Schwierigkeiten haben durch Schulleitung, durch den Fachbereich, dass sie sagen, das kannst du nicht machen, so und so und so. Und die dann fragen so, sie werden halt dann, also das ist wirklich so eine Art von, weil Lehrer sind es auch nicht die und Lehrerinnen nicht die, die medial am versiertesten sind. Also viele haben einfach Angst vor Social Media und vor den Sachen oder verteufeln das. Ich habe in meinem Leben keinen Begriff öfter gehört als Mediensucht. Heute ist ja so, dass sich irgendwie alle darüber aufregen, dass die Jugend nur noch an Smartphones sitzt, was ich persönlich auch total lächerlich finde, weil wir sind früher mit Walkman rumgelaufen und dann hieß auch immer, ja, die sind nur noch für sich alleine. Und so hat jede Generation seine Sachen, was für mich auch völlig normal ist. Aber wie stehst du denn zu dem Thema Mediensucht? Ja, ich finde, wie ich gesagt habe, also dass dieser Begriff eigentlich leider sehr inflationär benutzt wird. Das heißt nicht, dass es nicht sowas gibt, dass Leute ihr Leben verschwenden, indem sie die ganze Zeit irgendwie auf ihr Handy starren. Man merkt das ja selber auch, man hat ja gewisse Formen des Umgangs mit seinen Medien, wo man manchmal denkt, ey, ich soll das Handy mal lieber weglegen, das ist gar kein Thema. Dass es aber so problematisiert wird, finde ich übertrieben. Ja? Viele, viele, viele Menschen, verstehe ich auch, die älter sind als die Jugendlichen, ja, und die vielleicht nicht medienaffin sind wie wir, die kennen das nicht, die wissen nicht, was da passiert. Das heißt, für die ist das eine unangenehme Situation. Ja? Und diese Angst davor, was machen die Kinder, ich weiß nicht, was die machen, führt sie dazu, so eine Ablehnungshaltung zu bringen. Auch bei vielen Lehrern und Lehrerinnen. Die lehnen das dann grundsätzlich ab. Deswegen gibt es Handyverbote an Schulen. Ich will nicht, dass Kinder die ganze Zeit in der Pause mit dem Handy rummachen. Ich will auch nicht, dass die ihr Handy benutzen, um irgendwie Lehrer zu filmen und da was Lustiges drüber dann irgendwie zu sagen. Aber du kannst nicht auf der einen Seite sagen, die Kinder gehen damit nicht richtig um oder übertreiben das und gleichzeitig das irgendwie verbieten, dass überhaupt keiner mehr da ist, den ihnen vielleicht auch beibringen könnte, wie man das Medium auch noch anders nutzen kann. Ja, das Tolle ist ja, du hast das Handy, das Smartphone, ist das ein Werkzeug wie kein anderes.
Ja, dass wir unsere Videos damit machen, dass ich, wenn ich meiner Band probe, wir dann wenigstens die Probeaufnahmen für uns mit dem Handy einfach mal aufnehmen. Dass die Kinder lernen, Sachen zu machen. Die Kinder lesen auch irgendwie Geschichten darüber, ja. Und lesen auch jetzt nicht unbedingt die Bücher, die ihnen empfohlen werden, sondern lesen Fanfiction aus dem Netz, die lesen auf dem Handy. Das heißt, grundsätzlich davon auszugehen, dass wenn ein Kind auf sein Handy starrt, dass das Zeitverschwendung ist, finde ich einen totalen Fehlschluss. Und wenn man ihnen beibringt oder sie dazu animiert, noch mehr Sachen damit zu machen, umso besser. Die reine Ablehnungshaltung bringt halt überhaupt nichts, weil wir als Pädagogen, Pädagoginnen oder auch als Eltern überhaupt nicht mehr die Chance haben, Zugriff zu haben. Das heißt, es geht darum zu fragen, ey, was machst du mit Obercool? Interessant. Und wir dürfen nicht vergessen, dass als der Buchdruck, ja, oder als Bücher gesellschaftlich von anderen mit der Schule und was weiß ich, als Leute lesen konnten und Kinder, Jugendliche angefangen haben zu lesen, da gab es einen Aufschrei in der Gesellschaft vor 200 Jahren. Ja. Die Kinder isolieren sich. Ja, Jugendliche lesen nur noch diesen depressiven Scheiß und kommen nicht aus dem Zimmer raus. Das ist genau das Gleiche. Heute wird sich jeder freuen, wenn die Kinder 10 Stunden am Tag lesen. Was du sagtest, der Walkman. Da gibt es heute noch auf YouTube Videos, Anti-Walkman-Videos, dass sich Leute isolieren. Ich habe verdammt nochmal das Recht, mich zu isolieren, wenn ich will. Wenn ich nur isoliert bin, was ganz anderes. Aber Wege des sich rausnehmens oder aber auch, ist eine Sache, aber ey, das Handy ist auch ein Weg der Kreation. Das ist nicht nur das, nur nicht nur konsumieren, sondern ich kann auch was produzieren damit. Und je mehr ich den Kindern und Schülern die Möglichkeit gebe, damit zu produzieren, desto mehr passiert. Ich kriege von den Kindern jetzt einfach so irgendwelche Grafiken geschickt, die halt Spaß daran haben, gesagt, ey, haben sie mich gedacht, haben sie jetzt gerade gemacht, haben sie gelernt. Das heißt, der Blick auf dieses Gerät ist ein ganz anderer geworden. Ja? Und gleichzeitig merkst du auch, wenn du mit den Geräten arbeitest und sagst, ey, wie würdet ihr das machen? Ganz toll. Wenn die aber keinen Pinsel halten können und ich sage, okay, ich zeig dir genau, wie man das macht. Und wenn du es nicht genau so machst, dann kriegst du eine 5 oder eine 3-. So ist es so, ich gehe hin und sage, ey, wie würdest du das machen? Viel besser. Ihr könnt es nicht, fragt mal den oder die da. Zeigt es denen mal. Ich kann mich da auch rausnehmen, weil die sozusagen auch auf ihrem Weg zur Emanzipation, das ist ja Schule, ja? Bildung ist ja nur ein Weg, ein freidenkender Mensch zu werden und nicht noch enger zu werden. Und wenn ich sage, das darfst du nicht, wird es nur enger. Das aufzumachen ist das Wichtige. Und wie ich meinte mit der Angst vor Medien, das haben halt auch viele Lehrer und Lehrerinnen. Und ich kann es zu einem gewissen Punkt verstehen, ich verstehe nicht, warum man nicht sagt, erklär mir das. Bei Eltern genauso, ich verstehe nicht, warum, genauso diese Gamerei. Ja, wenn die Kinder zocken, frag nach, was interessiert dich daran, was ist toll? Und dann merken die vielleicht, ey, das ist ja wirklich eine Community, das ist ja eine Art von Competition, mit der die umgehen. Die killen nicht, weil sie eigentlich psychotische, bald Amokläufer sind, sondern die gehen straight in den Wettstreit miteinander. Fortnite zum Beispiel. Fortnite, genau. Über alte Ego-Shooter. Das ist ein Competition, ein kompetitives Spiel. Das heißt nicht, dass es toll ist, wenn die da 10 Stunden verbringen, finde ich auch nicht gut. Das heißt aber nicht, dass es grundsätzlich zu verteufeln ist. Und glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Das heißt, wir haben das ist mit allen technischen Innovationen. Wir haben die technischen Möglichkeiten. Wir haben noch keine Ethik der Medien. Also, die haben wir schon, aber in uns drin ist sie noch nicht. Die Sachen, die jemand als Comment unter einem Facebook-Post schreiben würde, würde er den meisten Menschen nicht ins Gesicht sagen. Das heißt, gesamtgesellschaftlich, ja, haben wir, oder im analogen Umgang miteinander, haben wir einen Weg gefunden, miteinander zu sprechen, auch zu sagen, was kann man nicht sagen, im besten Falle. Weil sonst bist du halt ein Idiot, ja, oder unverschämt. Online ist es noch nicht so. Das heißt, wir haben die technischen Möglichkeiten, noch nicht die Normalität des Umgangs, dass wir sagen, ey, das geht halt aber nicht. Und wenn wir verbieten, mit den Dingern umzugehen, dann haben wir auch keinerlei Möglichkeiten mehr, einen Eingriff dazu zu haben oder Zugriff zu haben, um zu sagen, ey, das kann man aber auch so und so nutzen. Ich tue mich immer schwer mit so Allgemeinweisheiten, weil ganz viel was passiert und ganz viel ist situativ, auf diese Person bezogen, auf diesen Lebensmoment. Seit 100 Jahren kann man das immer sagen, ey, wenn ihr eure Kinder ernst nehmt, wenn ihr fragt, was interessiert euch oder was magst du nicht oder was findest du daran toll, dann kriegst du meistens eine Antwort. Und wenn ein Kind in einem bestimmten Alter keinen Bock hat, dir darauf zu antworten, also mein Sohn ist 7, der erzählt mir jetzt schon nicht mehr, was in der Schule ist, dann liegt es nicht daran unbedingt, dass das Kind depressiv ist und computersüchtig ist, sondern dass vielleicht auch einfach keinen Bock hat, mit den Eltern drüber zu sprechen. Warum ist denn keiner mehr auf Facebook? Alle meine Kinder sind nicht mehr auf Facebook. Ah ja, weil Oma und Mutti und so selbst auf Facebook sind. Die schaffen sich ihre eigenen Räume. Und das zu respektieren, dass Kinder, Jugendliche
ihre Privaträume nutzen, finde ich, ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Die aber vorher oder eben im Laufe zu schulen, was geht, worauf ist zu achten, was mache ich nicht. Ich poste natürlich kein Bild, was einen Mitschüler oder Mitschülerin doof aussehen lässt. Ja? Wenn man das sozusagen reinkriegt, das kriege ich auch nur darüber rein, indem ich mit den Kindern drüber rede. Aber ansonsten einfach mal die Kinder ernst nehmen. Ja? Nicht kontrollieren, sondern ernst nehmen, fragen. Wenn jetzt Lehrer zuschauen bei unserer Sendung, gibt es irgendwas, was du denen raten könntest? Ja, bestimmt viel. Ich muss nur aufpassen, weil ich, wie gesagt, 3 Jahre erst in dem Beruf arbeite und wie gesagt, vorher 10 Jahre an der Universität gearbeitet habe und da Lehre betrieben habe. Deswegen, ich kann nicht jetzt mich aufschwingen und sagen so und so und so. Was ich sagen kann, was ich gelernt habe und auch von den tollen Lehrern, die es lange machen, ich kriege ja Inspiration von Lehrern und Lehrerinnen, die ich toll finde. Ja? Die ich aufregend finde und gut finde, sind die Kinder als solche ernst nehmen. Ja? Die interessiert sind, was interessiert die Kinder. Das heißt nicht, ich muss meinen Unterricht nicht so gestalten, dass den Kindern das immer, dass die sagen, was gemacht wird. Aber der Punkt ist, wenn ich ansetze beim Interesse der Kinder und sage, oder einfach nur frage so, ey, was interessiert dich? Wie geht's dir? Ich die einzelnen Kinder ernst nehme. Ja? Das ist fachlich manchmal ganz schwierig, das zu unterscheiden. Es gibt gute, schlechte, wie kann ich das alles aufdröseln? Aber menschlich geht es definitiv, dass ich versuche, aufmerksam zu sein und respektvoll. Und auch wenn wir die Hierarchie eh haben, weil wir Noten geben müssen, ist es trotzdem so, dass wir immer die Möglichkeit haben, denen eine Welt zu eröffnen, ja? Die zu noch besseren Menschen zu machen oder denen die Möglichkeit zu geben, bessere Menschen zu werden, besser als wir. Ja? Also das ist, Adorno hat es ganz toll gesagt, im Endeffekt, wir müssen Kinder, in seinem Buch Erziehung zur Mündigkeit, wir müssen Kinder eigentlich dazu oder Lehrende, ja, dazu bringen, dass sie so in der Lage, so klug sind oder in der Lage sind, zu reflektieren, dass sie später in der Lage sind, uns irgendwie auseinanderzunehmen, intellektuell. Ja? Dass sie sagen können, du hast mir das beigebracht, was du jetzt aber sagst, halte ich für Quatsch und ich kann dir auch sagen, warum. Dass wir den Kopf aufmachen, dass sie im Endeffekt vielleicht am Ende sogar uns kritisieren können, aber halt belegbar kritisieren können. Also es auch das darlegen können, warum. Nicht nur sagen, ist scheiße, aber ich finde es voll okay, wenn mir jemand sagt, das finde ich Quatsch, weil so und so und so, dann habe ich mein Ziel erreicht.